B2.2. Durch den trapezförmigen Bereich ABCD des Bodens soll ein blauer Streifen mit den parallelen Begrenzungslinien ED und BF verlaufen. Dabei gilt E-Element AB mit EB gleich 10 Metern und F-Element CD. Zeichnen Sie die Begrenzungslinien ED und BF in die Zeichnung zu 2.1 ein und berechnen Sie sodann die Länge der Strecke ED. Okay, mal wieder durchlesen, was man machen soll. Es gibt Begrenzungslinien ED und BF und, also wenn man sich vorstellt, hier ist das D, also das E liegt irgendwo auf der Strecke AB, heißt hier E-Element AB, mit EB gleich 10 Metern. Also der Punkt E liegt 10 Meter vom Punkt B entfernt. Dabei müssen wir natürlich wieder denken, wir müssen den Maßstab umrechnen, also machen wir das gleiche vorneweg. 10 Meter in Zentimeter umgerechnet sind 1000 Zentimeter. Und jetzt mal den Maßstab wieder, halt ein bisschen schöner. Da heißt 1000 mal 1 geteilt durch 500, also entspricht 2 Zentimetern. Okay, messen wir ab. 2 Zentimeter von B entfernt liegt also der Punkt E, also hier. So, was müssen wir noch? F liegt auf der Strecke CD und hier steht auch noch was ganz Wichtiges, nämlich die Strecken ED und BF verlaufen parallel. So, damit haben wir jetzt genug Informationen, alles einzuzeichnen. Fangen wir mit der ED an. So, das ist die da und jetzt die BF, die verläuft jetzt parallel zu dieser Strecke. Ja, also man nimmt einfach das Geodreieck und zeichnet jetzt eine parallele Strecke. Oder man misst oben nochmal 2 cm ab. Ja, also dieser Teilstück hier oben von D nach F ist ja ebenfalls dann 2 cm. So, kriegen wir hier den Punkt F. Wunderbar, erstes erfüllt. So, zeichnen BED und BF in die Zeichnung ein, das haben wir gerade gemacht. Und berechnen Sie so dann die Länge der Strecke ED, also diese hier. Gut, wir überlegen uns, in welchem Dreieck liegt diese Strecke ED drin. Da haben wir das Dreieck AED. Ist es ein rechtwinkliges Dreieck? Nein, ist es nicht. Also funktionieren nur Sinussatz oder Kosinussatz. Für den Sinussatz bräuchten wir zwei Seiten und zwei Winkel. Wir haben eine Seite, zwei Seite und einen Winkel. Aber keinen zweiten Winkel. Ja, wir wollen ja eigentlich die dritte Seite berechnen. Deswegen, im Prinzip habe ich es schon erwähnt, nämlich der Kosinussatz. Da brauchen wir drei Seiten und einen Winkel. Wenn wir es anschauen, eine Seite, zwei Seite, drei Seite und hier ist der Winkel dazu. Also funktioniert natürlich der Kosinussatz. Zur Berechnung von ED. Wir müssen immer mit der Seite beginnen, die gegenüber vom Winkel liegt. Ja, hier haben wir den Winkel gegeben, also müssen wir auch mit der Strecke ED beginnen. Und da die gesucht ist, ist es gerade eh gut, wenn man mit der beginnt. So, wenn man jetzt nicht mehr ganz genau weiß, wie der Kosinussatz aufgebaut ist, hilft natürlich die Formelsammlung wieder weiter. Die steht auf Formelsammlung auf der Seite 30. Allgemein wieder mit, ja, mit A fängt es an, A Quadrat ist gleich B Quadrat plus C Quadrat. Jetzt schreibe ich es doch schöner. Minus 2 mal b mal c mal Cosinus von Alpha. So, was vielleicht auffällt, was ich ja gerade schon gesagt habe. Es steht immer die Seite links vom ist gleich, die gegenüber vom Winkel liegt. Ja, also alle gegenüber von Alpha. Also muss ich mit der Seite anfangen und dann werden hier einfach die beiden anderen Seiten hin ja, reingebaut. Also, für unseren Fall, ED² ist gleich, die erste Seite ist AD, also AD zum Quadrat, plus die zweite Seite ist AE. Minus 2 mal, und jetzt nochmal die Seiten, AD mal AE, mal Cosinus, jetzt muss ich ein bisschen quetschen, Winkel BAD. So. Jetzt habe ich gerade gesagt, ich kenne ja alle Seiten schon, aber jetzt habe ich hier die Seite AE stehen. Im Prinzip kenne ich die ja nicht, ich kenne ja nur AB. Aber
ist eigentlich eher problemlos, weil die AE kann ich ja berechnen aus der Seite AB minus dieses Stückchen BE. Das sind dann also gleich 60 Meter minus dieses Stück ist laut Aufgabe ja 10 Meter. Und das sind also 50 Meter. So, setze ich alle bekannten Größen ein. ED Quadrat ist gleich AD, also 40 Quadrat plus 50 Quadrat minus 2 mal 40 mal 50 mal Cosinus von 60. So, jetzt muss ich ja nach ED auflösen, das heißt, dieses Quadrat wegbringen, das funktioniert natürlich mit der Wurzel, oder ich tippe es einfach in den Solver ein, der müsste mir dann auch gleich die richtige Lösung rausbringen. Nur da aufpassen, bei Quadraten, es gibt zwei Lösungen, da aber die zweite Lösung im negativen Bereich liegt, kann man die gleich ignorieren, weil Streckenlängen nie negativ sind. So, daraus folgt also, ED ist gleich Wurzel aus 40 Quadrat plus 50 Quadrat minus 2 mal 40 mal 50 mal Cosinus von 60. Und das kann man dann ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Und dann erhält man eine Länge von, wo habe ich es? AE. ED 45,83 Metern. So, gucken wir nochmal nach. Muss man sonst noch was machen? Nein, hier heißt, ne? Und berechnen Sie so dann die Länge der Strecke ED. Hier haben wir sogar 45,83 Meter. Also passt alles.